Moin Leute, heute geht es darum, Stahl zu zersparen auf der Eigenbaufräse. Ich will eine Spannvorrichtung bauen und dafür brauche ich vier kleine Platten aus Stahl. Eins, zwei, drei, vier. Und hier in diesem Video geht es erstmal darum, die Rohteile so zu bearbeiten, dass die Außenabmessungen von diesen vier Platten passen. Ich hatte noch eine P-Platte, also eine geschliffene Platte von der Firma Marx mit den Abmessungen 496 x 74 x 17 mm. Und diese Platte konnte ich dann auf einer Hubsäge so weit zerlegen, dass ich ungefähr passende Teile habe mit 2 bis 3 mm Aufmaß. Bei einem Teil wurden es dann doch 7 mm, weil ich später in der Konstruktion noch mal was geändert hatte und deshalb jetzt da fast 7 mm abnehmen muss. Die Stahlplatte besteht aus C45, einem Vergütungsstahl, den man auch gegebenenfalls Oberflächen härten könnte. Die Platten sind zwar geschliffen, aber die Höhe, die stimmt nie so ganz. Also hier sind ja 17 mm angegeben. Meine Platte ist 17,35 mm, was aber eigentlich für dieses Bauteil, für diese Spannvorrichtung völlig egal ist. Ich zeige jetzt exemplarisch an einer Platte, wie ich die auf Breite plane. Wir können uns ja schon mal in der Simulation das Ganze anschauen. Also relativ große Tiefenzustellung, das sind jetzt hier fast 7 mm. Dafür ist die Querzustellung aber auch nur 0,9 mm und den Vorschub hatte ich glaube ich bei 1900 irgendwas Millimeter. Da können wir jetzt aber nochmal reinschauen in das Planen. Also meine Maschine kann nur 12.000 Umdrehungen, die Spindel, und deswegen habe ich hier auch 12.000 eingestellt. Der Vorschub pro Zahn beträgt 0,04 mm. Und daraus ergibt sich dann ein Vorschub von 1920 mm pro Minute. Kommt mir jetzt erstmal relativ viel vor, für Stahl mit so einer Geschwindigkeit da reinzufahren. Aber die Herstellerangaben sind ja so und dann wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Bei der Geometrie war es hier recht einfach. Hier konnte ich die obere Seite auswählen. Falls man beim Planen ein Bauteil hat, was vielleicht ein bisschen ausgesetzt ist, kann man auch einfach eine Skizze drüber legen und sagen, okay, der Bereich der Skizze soll geplant werden. Das kann auch hier und da sehr hilfreich sein. Bei den Höhen hatte ich, glaube ich, gar nichts eingestellt, das habe ich so gelassen. Und jetzt bei den Durchgängen, da ist natürlich entscheidend, welche Querzustellung wir nehmen. Da war ich auch ein bisschen am Experimentieren oder müsste ich jetzt noch ein bisschen experimentieren. 0,9 mm war der erste Wert und der war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Außerdem wollte ich sehen, was besser ist, ob ich bessere Ergebnisse erziele im Gegenlauf oder im Gleichlauf. Und dementsprechend habe ich den Span sowohl im Gegen- als auch im Gleichlauf abnehmen lassen. Anfahrtsbewegung, ja, habe ich irgendwie so einen kleinen Radius eingegeben, dass er von oben einfährt. Sonst war da aber nichts Großartiges dabei. Die Fräsarbeiten habe ich alle mit einem Holex HPC-Fräser. Und zwar mit dem 20-30-54. Das ist ein 6 mm Vierschneider durchgeführt. Ich habe aber auch noch ein kleines Filmchen gedreht mit einem HSS-Fräser. Der ist 5 mm von der Firma Imatec, ein Dreischneider. Um einfach den Vergleich mal zu sehen. Und man wird aber sofort sehen, dass es mit dem HSS-Fräser keine gute Idee ist und dass der Rolex deutlich, deutlich besser funktioniert. Hier könnt ihr jetzt mal die technischen Werte von dem Fräser mit der Nummer 20-30-54-6 sehen. Was für mich entscheidend ist, ist zum einen die Schneidenlänge, 13 mm. Werdet schon merken, meine Platten sind 17,3 mm dick. Das heißt, wenn ich sie stirnseitig bearbeiten will, kann ich das nicht auf einmal machen, sondern ich muss 10 mm und dann vielleicht 17,5 runterfahren und auf zweimal die Stirnseiten fräsen.
ist aber insgesamt kein Problem bei dem Fräser. Der Fräser hat noch eine kleine Phase unten an der Kante von 2 Zehntel, sollte man vielleicht auch noch wissen. Und die Werte, die wir hier haben, 0,05 mm pro Zahn beim Umsäumen, das habe ich mich jetzt noch nicht getraut. Ich bin da mit 0,04 mm gefahren. Müsste man jetzt auch nochmal testen, ob das auch geht. Besonders ist an diesen Fräsern ist natürlich die hohe Schnittgeschwindigkeit. Wenn man hier guckt, irgendwie 240, 260 Meter pro Minute. Das ist ja schon gegenüber HSS ungefähr der Faktor 10. Beim Fräsen müssen wir halt eben ein bisschen aufpassen. Die Vollhartmetallfräser sind ein bisschen wärmeschockempfindlich, deswegen entweder richtig mit Brühe, mit Fleuchtmittel, Kühlschmiermittel oder trocken und Minimalmengenschmierung, ja, wäre ich vorsichtig bei diesem Fräser. Ich habe zwei Quellen gefunden, wo man den Fräser kaufen kann. Einmal bei Hoffmann, da kostet er so wie, ja, wie ich ihn habe, 29,15 €. Etwas günstiger gibt es den bei Contorion und da ja, fast 7 € günstiger. Ich habe mir in dem Zug gleich noch zwei weitere Holex HPC-Fräser mitbestellt. Einen 3 mm Dreischneider und noch einen 5 mm Dreischneider. Die Dreischneider denke ich mir, dass die vielleicht ein bisschen besser bei dem Nutfräsen funktionieren, weil sie natürlich auch ein bisschen größeren Spanraum haben. Hier zeige ich noch mal kurz, was bei mir nicht so gut funktioniert hat. Das war das Fräsen mit dem HSS-Fräser. Muss natürlich sagen, der ist schon nicht mehr ganz scharf gewesen, aber trotzdem waren da nur sehr kleine Vorschübe drinnen. Die Drehzahl lag zwischen 1800 und 2000 Umdrehungen, hatte ich glaube ich getestet, und der Vorschub lag nur bei ungefähr 60 mm pro Minute. Mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr habe ich getestet. Aber insgesamt ist das natürlich grottig langsam gegenüber einem HPC-Fräser. Meine Spindel hatte im unteren Drehzahlbereich auch noch ordentlich Drehmoment, was bei den meisten China-Spindeln überhaupt nicht der Fall ist und es dann auch bei den meisten Leuten gar nicht funktionieren würde, mit diesen kleinen Drehzahlen Stahl zu fräsen. Das Gegenlauffräsen hat super funktioniert mit dem Vorschub von 1920 mm pro Minute. Nur beim Gleichlauffräsen gab es Schwingungen. Während des Fräsens habe ich dann den Vorschub ein bisschen hoch und runter mal geregelt und einen Vorschub von 1700 mm pro Minute, also ungefähr 2 mm weniger als im Gegenlauf, hat es auch im Gleichlauf gut funktioniert. Die Maschine selbst ist extrem ruhig geblieben. Bei der letzten Fräsbahn waren nochmal unschöne Geräusche zu hören. Ich vermute mal, das lag daran, dass der Fräser mit seiner Außenkante genau auf der Kante vom Werkstück war, also keine Überlappung mehr war und dass es dadurch zu dem Problem gekommen ist. Die Oberfläche sieht deutlich schlimmer aus, als sie eigentlich ist. Also wenn man den Finger drüber fasst, ist es sehr glatt. Man sieht aber ein paar Rattermarken, also hier zum Schluss. In der letzten Bahn hat er ja nochmal sich ein bisschen beschwert, wo er hier genau an der Kante entlang gefahren ist. Und hier zwischendurch sieht man auch nochmal, wo ein paar Schwingungen drin waren im Gleichlauffräsen. Aber im Großen und Ganzen ist sie schon ganz okay fürs Stoppen. Die Späne sehen auch ordentlich aus. Man sieht verschiedene Anlauffarben.
von Gold bis dunkelblau. Teilweise sind sie auch noch silber, aber sehen eigentlich ordentlich aus, die Späne. Jetzt wäre es noch schön zu wissen, welche Kräfte und welche Leistung denn benötigt wurden bei dem Zerspanungsvorgang. Da gibt es hier ein ganz schönes Tool von appfswizard.com. Da habe ich jetzt einige Sachen eingetragen. Ich habe zum Beispiel hier die Drehzahl eingetragen. Ich habe den FZ eingetragen. Dadurch ergibt sich der Vorschub. Ich habe natürlich den Durchmesser des Fräsers eingetragen. Und ich habe die Anzahl der Schneiden eingetragen. Ich habe die Tiefe des Schnitts mit 7 mm und die Querzustellung mit 0,9 mm eingestellt. Wenn man das einstellt, bekommt man da ein paar Ergebnisse, die von Interesse sind. Zum einen, welches Drehmoment hat man? Und das könnte ja bei den Chinaspindeln wahrscheinlich das größte Problem sein, dass an irgendeiner Stelle mal das Drehmoment nicht ausreicht. Vor allem bei geringen Drehzahlen, bei den Standard-China-Spindeln. Man hat die Schnittkraft hier angegeben und man hat die Leistung angegeben. Also hier war jetzt die Leistung 0,49 kW. Ist hier jetzt eigentlich nicht so viel, wenn man an der 2,2 kW Spindel denkt, ist das ja nur ein Bruchteil davon. Aber wie gesagt, meistens ist es nicht die Leistung, sondern eher das Drehmoment, was das Fräsen in irgendeiner Weise begrenzt. Zusätzlich habe ich die Leistung gemessen, die zum Frequenzumrechter und damit dann auch später zur Spindel geht. Meine Spindel hat bei einer Drehzahl von 12.000 Umdrehungen und keiner Last am Fräser eine Aufnahme von 175 Watt. Und bei dem Beispiel eben, bei dem Fräsbeispiel mit der Tiefenzustellung von 7 mm und der Querzustellung von 0,9 mm, war das Maximum, was zum Frequenzumrichter ging, 687 Watt. Also es kommt ungefähr hin mit diesen 500 Watt, die dann in die Zerspanung geflossen sind. Thank you.
Hier seht ihr jetzt nochmal die vier Teile mit den zugehörigen Spänen. Ja, ungefähr 6000stel reicht's ab. Die geschlichtete Stirnseite hat eine Top-Oberfläche. Die sieht wirklich aus wie geleckt. Da habe ich jetzt Vorschübe verwendet zwischen 800 bis 1000 mm pro Minute. Das gab eigentlich gute Ergebnisse. Die Späne sind dann auch bei diesen kleineren Vorschüben nicht mehr so angelaufen. Also sind eher hell und nicht blau. Hat aber insgesamt hat das Fräsen der Stirnseiten auch super funktioniert. Ich musste es aber auf zweimal fräsen, das heißt, mein Fräser hat hier nur 13 mm Schneide und die Bauteile sind 17,35 mm hoch und deswegen musste ich auf zweimal das Ganze zustellen. Ich habe zunächst 10 mm NZ zugestellt und dann bin ich auf 17,5 runtergefahren und habe den zweiten Span genommen. Geht bei dem Fräser, weil der hinter der Schneide bis 21 mm freigeschliffen ist. Für die Stirnseiten habe ich jetzt keine Fräsprogramme erzeugen lassen. Ich habe da mit einem Anschlag gearbeitet und damit habe ich dann ja einmal das Maß bis hier vorne hin und konnte bei den einzelnen Teilen dann einfach zustellen, einen Stupp sparen, einen Schlicht sparen, einmal auf Z-10 und einmal auf Z-17,5 und damit war das eigentlich auch relativ schnell fertiggestellt, auch ohne CNC-Programm. So, ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Das war's jetzt vorerst. Es wird natürlich noch ein bisschen weitergehen mit den Stahlteilen. Ich werde auch noch ein Filmchen drüber machen, über die Spannvorrichtung, die ich dann demnächst hier noch fertigstellen werde. Ciao!